Ich riskiere es jetzt. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ach, es geht. Okay. Das Dumme ist, das müssen wir gleich nochmal machen. Das Dumme ist, das müssen wir gleich nochmal machen. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Schiene wieder rein und daneben eine Redstone-Fackel. Wo kommt die hin? Rechts oder links? Links. So, da war eben auch gar keine, ne? Irgendwie hatten wir ja keine stehen oder noch vergessen, eine hinzustellen. Das Problemchen ist, dass wir das jetzt hier auch nochmal machen müssen. Dazu müssen wir aber erst was essen, sonst sterben wir nämlich. Und müssen uns erst wieder komplett erholen, dass wir diese ganze Prozedur noch einmal durchstehen. Okay, guten Appetit. Guten Appetit. So, wir haben uns ganz erholt. Wir müssen nochmal eben was essen. Dann stürzen wir uns einfach nochmal runter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen es ja jetzt auch wieder überleben, ne? Oh Gott! Oh mein Gott! Das ist aber auch eine Knochenbrecheraktion hier. Moment, jetzt müssen wir es aber richtig machen. So, dann nochmal hier. Aua. Wen interessiert das schon? Hier ist viel Essen erforderlich. Bei den Verletzungen, die wir davon tragen. Und schon sind wir wieder oben. Weg damit. Weg damit. Das sieht doch gut aus, oder? Was sagst du? Ist das gut? Sieht das halbwegs vernünftig aus? Jetzt müssen wir das Ganze allerdings noch mit Birkenholz machen. Also nochmal zweimal runterstürzen. Wir müssen uns auf dieser Seite nochmal runterstürzen und dann nochmal auf der anderen Seite. Das ist von der Höhe her wirklich grenzwertig. Also tiefer darf man, viel tiefer darf man nicht mehr fallen. Ja. Viel tiefer darf man nicht mehr fallen. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall halbwegs vernünftig aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt schon darauf, diese Brücke bei Nacht zu sehen. Also die Snowbridge haben wir ja schon kennengelernt. Die sieht ja schon wirklich sehr toll aus nachts. Aber diese sieht, glaube ich, sogar noch besser aus. Weil das eben mit diesen Eisenstangen noch ein ganz anderer Eindruck entsteht. So, abreißen, abreißen. Ist jetzt auch genau die richtige Stelle, genau an der Säule entlang. Erst wieder was essen, nicht vergessen, dann kommen noch Mühchen. Aber Holz haben wir auf jeden Fall genug. Und nochmal runter. Das letzte Mal. Das allerletzte Mal. Das allerletzte Mal Knochenbrecherjob. Oh Gott! Auf dieser Seite ist das auch fast noch tiefer, glaube ich. Als auf der anderen Seite. So, das eine Holzstück haben wir jetzt liegen lassen. Was soll's? Auf jeden Fall freue ich mich auch über diese Großzügigkeit von Hanne bzw. ihrer Tochter Nabi, dass sie uns jetzt dieses schöne Pferd zur Verfügung gestellt haben. Die haben ja auch Pferde genug. Die sind so oft online, also viel öfter als ich selber. Und die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Pferde die haben. Die haben ja Pferdezucht noch und nöcher. Überall, irgendwo. So, es wird jetzt dunkel. Es wird dunkel. Wir müssen, also es ist jetzt noch hell, aber die Sonne steht schon relativ tief. Und wir müssen jetzt noch komplett über diese Brücke, an dieser Brücke Fackeln setzen, aber nicht auf der Fahrbahn. Die sammeln wir jetzt erstmal alle ein. Die haben wir nur provisorisch hingesetzt.
Crafting-Truhe weg. So langsam wird Zeit, hier ein bisschen aufzuräumen. Alle Fackeln weg. Nein, also die haben Pferdezuchten überall. Die Lore nehmen wir auch mal mit. Und die haben halt auch schon jede Menge Pferderüstung gesammelt und sonstiges Equipment. Auch eine nicht unerhebliche Anzahl von Skelettpferden, die die haben. So, ich überlege jetzt gerade, wo wir das immer hintersetzen. Hinter die Eisenstangen. Hinter jede zweite. Hier nicht. Da setzen wir wieder eine hin. Da nicht. Da. Da nicht. Da. Immer abwechselnd. Einer frei. Und dann wieder gesetzt. Hier sollten wir das einfach hochsetzen. Das, weiß ich auch nicht. Da noch zwei hin. Dann auf dieser Seite auch. Welche Höhe war das jetzt? Die? Also einfach dort und dort. Fackel. 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 Ja, wenn es dunkel wird, muss man sich dann auch ein bisschen beeilen. Weil... Sonst natürlich... Oh, da rennt schon einer rum. Was hat der denn für eine Schaufel in der Hand? Ist das meine Schaufel? Wieso hat der eine Schaufel in der Hand? Ey, du Blödmann. Wieso hast du eine Schaufel in der Hand? Die ist hier aber nirgends. Also ich hatte auch mal eine Eisenschaufel, mit der ich gearbeitet habe. Deswegen habe ich jetzt gedacht, der hat die irgendwo gefunden. Ach Quatsch, hier geht es ja nicht. Wir müssen ja hier hoch. Aber so war es dann jetzt wahrscheinlich doch nicht. Okay, also. Ausgeleuchtet auf dieser Seite. Auf der anderen müssen wir jetzt allerdings auch nochmal machen. Da machen wir es aber genau. Da machen wir es dann hier. Soll ja auch richtig schön hell sein. So, genau. Und wenn wir das so machen, dann passt das wieder. Jetzt, also jetzt kann uns eigentlich schon nichts mehr passieren. Fackel, Fackel. Dann hier wieder gleich loslegen. Ah ne, hier. Hier. Und hier. Und hier. Und so weiter und so fort. Und wenn das jetzt fertig ist, dann steht uns im Grunde genommen nichts mehr im Wege. Dann steht uns hier die Welt offen, sag ich mal. Man sieht jetzt im Dunkeln nicht ganz so viel, aber man, ich werde das dann so machen, dass diese Brücke oder dass diese Strecke dann wieder so ein bisschen weiter runter geht. Da hinten ist nämlich ein schöner Tannenwald und ich glaube, da werden wir uns vielleicht auf Dauer mal so ein bisschen grob niederlassen. Was wir da genau machen, das weiß ich noch nicht, aber so, Kürbisse, jetzt geht das los. Kürbis, Kürbis. 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 Wir müssen uns jetzt etwas beeilen. Sonst ist nämlich die Nacht nachher vorbei, wenn wir die Brücke fertig haben. Und dann haben wir nicht mehr diese Wirkung. Dann müssen wir jetzt schnell zusehen, dass wir einmal rauf, huch, einmal rauf und runter. Da brauchen wir nicht. War auch nicht ganz unriskant, was wir jetzt gerade gemacht haben. Das müssen wir gleich auf der anderen Seite auch nochmal wiederholen. Aber ich glaube, wenn wir hier runterfallen, dann dürfte das noch nicht so kritisch sein. Ich drehe mich übrigens immer bei diesen Kürbissen, weil ich möchte, dass die Gesichter nach innen zeigen. Soll also von außen nicht sofort offensichtlich als Kürbis erkennbar sein. Eigentlich finde ich das ein bisschen schade in der originalen Minecraft-Version. Das habe ich schon des Öfteren mal angebracht. Irgendwo mal kommentiert, dass es eigentlich keine richtigen Lampen gibt in der Original-Minecraft-Version. Das finde ich also bei Life in the Woods wesentlich besser gelöst. Das fehlt mir einfach. Das hat mir von Anfang an gefehlt. In Vanilla, dass man keine richtigen Lampen hat. Man hat also nur diese Fackeln, Glowstones und Kürbisse, um die Welt auszuleuchten. Und Glowstones, da kommt man auch nicht immer und überall ran. Also die sind auch irgendwo begrenzt. Wenn man nicht unbedingt ständig in Nether gehen möchte, dann muss man sich mit den normalen Fackeln und den Kürbissen halt behelfen. So. Und dann nochmal einmal hier runter.
Und schwuppdiwupp haben wir dann auch die Brücke gleich fertig. Viel mehr müssen wir dann ja auch nicht mehr machen. Schienen sind schon gelegt. So, der erste Stack an Kürbislaternen ist draufgegangen. Ich glaube, die ist sogar noch heller als die Snowbridge. Ich weiß noch gar nicht, wie diese Brücke heißen soll. Vielleicht so ein äußerst fantasievoller Name wie Große Talbrücke. Äußerst fantasievoll. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, du kannst dich auch gerne immer einbringen, beteiligen, wenn du irgendwie Ideen hast oder so. Auch wenn ich die Folgen ja teilweise relativ stark zeitlich versetzt rausbringe und die Entscheidung dann wahrscheinlich schon längst gefallen ist, wenn du diese Folge siehst. Aber trotzdem ist es immer ganz interessant zu lesen, was dann andere halt denken, meinen, wie man jetzt in diesem Beispiel so eine Brücke überhaupt nennen soll. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Wo ist der Mond? Ah, also die Hälfte der Nacht ist auf jeden Fall schon vorbei. Ja, ja. Ich habe meinen Unendlichkeitsbogen. Also, geh weg. Jawohl. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da unten ist ein Creeper. Oh, das geht hier aber auch runter. Das Dumme ist jetzt, dass ich hier fast nichts sehe. So ein bisschen doof. Irgendwie sehe ich fast gar nichts. Huch! Huch! Na, explodier mal eben, genau. Ich will jetzt erstmal Ruhe. Es wird gleich heller, es wird gleich heller. Keine Bange. Oh, meine Güte. Erstmal ausleuchten hier. So, dann geht's mal hier in diese steinigen Regionen. Kohle könnten wir jetzt eigentlich abbauen. Kohle können wir immer gebrauchen. Aber wir müssen gucken, dass wir noch die Nacht ausnutzen. Wie gesagt, und... Huch. Nein, den will ich nicht. Den will ich nicht. Oh Gott. Wo bist du denn? Da. Fall du erstmal schön runter, genau. Dann klettern wir nochmal ein bisschen höher. Huch! Ein Schwein. Oh, sag mal, musst du jetzt immer hinter mir herlaufen? So. Diese scheiß Creeper, ich hasse sie. So. Brücke. So sieht sie aus. Und sie sieht halt ganz anders aus als die Snowbridge. Ich würde sagen, wir nennen die einfach Große Talbrücke. Jetzt sieht das auch besser aus mit diesem Pfeiler da unten raus. Also vorher sah das irgendwie ein bisschen seltsam aus. Hanabi hat da ein Bild von gemacht. Und da sah das... Huch, ich muss ganz schnell was essen. Da sah das halt nicht ganz so schön aus, aber jetzt sieht es wesentlich besser aus. Die Brücke ist auch viel größer als die Snowbridge. Und von hier aus ein ganz toller Ausblick auf die Häuser, die dort hinten stehen. Da sind noch ein paar einzelne Kürbisse. Ich glaube, die habe ich sogar gesetzt, weil ich da einen Weg hingelegt habe. Aber im Grunde genommen ist diese Brücke jetzt fertig. Wer ist eigentlich eben online gekommen? Ach, Alra TV. Hi, Maurice. Maurice. Gar nicht gelesen. Hab gerade gegen Monster gekämpft. Und es wird Tag. Wir gehen nochmal eben hier hoch. Auf die höchste Stelle. So, jetzt wirkt sie schon nicht mehr so schön. Die Brücke ist fertig. Echt nice hier oben. Tja, und jetzt geht es darum, wie wir hier auf Dauer in Homeland weitermachen. Was ich jetzt hier demnächst mache, wo ich mich niederlasse, wie gesagt, müssen wir mal schauen. Aber der Weg, der relativ beschwerliche Weg durch die Berge ist eigentlich geschafft. Wenn man jetzt mal von diesem kleinen Stück, was wir jetzt da runterbauen müssen, mal absieht.
Aber das war immer so ein bisschen Hindernis, deswegen haben sich eigentlich viele der Spieler vor den Berg weiter aufgehalten oder sich in andere Richtungen ausgedehnt. Hier so ein bisschen hintenrum an den Bergen vorbei, weil hier das ganze Gebiet, man sieht es jetzt nicht so ganz deutlich, aber auch vor uns, wo jetzt praktisch nur ein ganz kleiner Teil des Berges zu sehen ist, ist wirklich alles sehr gebirgig und da kann man nicht bauen, da kommt man auch nur schwer rüber. Und das ist mit dieser Brücke oder mit dieser gesamten Bahnstrecke jetzt eigentlich gelöst, das Problem. Und mal schauen, wie das hier auf Dauer weitergeht. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.